Und wir müssten online sein. Super. Dann dein Einsatz, Captain. Mein Einsatz. Heute darf ich den Disclaimer vorlesen. Vincent mit einem neuen Rechner, damit er nicht so viel stottert, wenn es losgeht. Also, ihr kennt das Spielchen mit Disclaimer. Wir, nicht ich, sondern wir benutzen ausschließlich Quellen, welche wir für glaubwürdig halten. Unsere Äußerungen und Einschätzungen spiegeln unser Trading wider und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Optionen oder Aktien. Und wir können Positionen im besprochenen Papier halten und halten diese sogar, da wir ja heute live handeln. Also alles im Video oder jetzt im Livestream besprochene, die nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Optionen, Future und sonstige gehebelte Finanzprodukte beinhalten erhebliche Risiken. Ihr kennt das, ein Totalverlust oder sogar eine Nachschusspflicht können Folge solcher Aktivitäten sein. Ihr müsst euch zwingend mit diesen Risiken vertraut machen. Im Zweifel solltet ihr auf eine persönliche Beratung bei einem qualifizierten Anlageberater zurückgreifen. Unsere Videos und Streams stellen solch eine Beratung nicht dar und können diese auch nicht ersetzen. Jegliche Haftung und/oder Inanspruchnahme von Regress ist daher ausgeschlossen. Des Weiteren kann natürlich durch Namensnennung oder Logo-Einblendung im Video jederzeit unbezahlte Werbung erscheinen. Und damit beende ich meinen Kurzeinsatz für heute und heiße alle herzlich willkommen. Willkommen auf dem Kanal von Freaky Finance, der heute selbst auch als Gastgeber mit am Start ist. Also, Vincent, übernehmen mal. Ja, moin moin, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schönen Dank, Captain, fürs Disclaimen. Ich habe gerade mal in die Runde gefragt, ob schon ein paar da sind. Sind alle da? Hört sich wohl alles ganz gut an. Bis jetzt auch keine Ausfälle mit meinem neuen alten Rechner. Also wirklich Neues ist der nächste und anderer. Aber ich hoffe einfach mal, dass das dann einfach besser funktioniert als die letzten Male. Hallo auch nochmal Thomas wieder. Wir haben heute ja einen Gast wieder an Bord und zwar heute den Thomas. Kennt ihr inzwischen wahrscheinlich, wenn ihr in die letzten Tage, Wochen hier mal reingeschaut habt. Er war ja auch letzte Woche hier schon kurz zum Start dort und hat sich einmal kurz vorgestellt, beziehungsweise seine Plattform für Optionshändler, die ja gerade am Aufbauen ist. Hallo und herzlich willkommen, Thomas. Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf. Liebe Grüße aus Wien. Ja, super, dass du einspringst Hallo, sozusagen. Thomas. Wir hatten nämlich jetzt die Situation, dass unsere Gäste einmal im Monat haben wir ja immer einen Gast. Die nominieren dann quasi jemanden oder schlagen jemanden vor und die Vorgeschlagenen und auch die, die wir sonst noch so in der Pipeline hatten, die haben zwar alle grundsätzlich Lust, aber heute keine Zeit gehabt und da hast du dich gestern spontan dankenswerterweise bereit erklärt, hier den dritten Mann heute zu machen bei Options.TV Live. Du hast uns natürlich auch einen Trade mitgebracht, da kommen wir später drauf. Ich würde sagen, wir fahren einmal wie gewohnt ab, dass der Captain und ich unsere Sachen einmal durchgehen, gucken auf den Battlestand, einmal in die Depots und dann widmen wir uns ausführlich dir, Thomas. Alles klar. Captain, wie sieht's aus bei dir im Depot? Willst du loslegen und einmal zeigen, wie es aussieht bei dir und was du uns heute Schönes mitgebracht hast? Ja, klar, machen wir. Dann haben wir da das auch einmal durch. Teile ich sofort einmal den Bildschirm, denn die Situation sieht ja so aus, dass wir eigentlich eine komplett ruhige Woche hinter uns haben. SQQQ, wir haben das gesagt, der Trade wurde ja eingegangen letzte Woche live. Läuft noch immer, ist wieder 39 Dollar vorne. Denn der STKL und der FTSE Trade laufen immer noch und nahezu unverändert. Also STKL noch unverändert und FTSE ja, ganz leicht im Plus, aber grundsätzlich kann man sagen, hat sich nichts getan. Das Einzige, was ich getan habe, was ich gesehen habe unter der Woche, dass ich hier Laufzeit 18. Juni genommen habe für einen Long Call. Das ist natürlich sehr sportlich und ambitioniert. Also hier werde ich reagieren müssen. Also bis dato war der Trade, wechselte ich sag mal zwischen 12 Dollar im Plus und 12 Dollar im Minus. Und ich bin ja mal so ein bisschen gierig und würde da irgendwie schon ganz gerne nochmal eine 40 oder eine 50 sehen. Von daher gebe ich den Trade nochmal ein bisschen Luft, muss aber natürlich irgendwo raus da aus der Nummer, weil der läuft nächste Woche aus und ich möchte dann den auch irgendwo noch verkauft kriegen. Nicht, dass ich da irgendwie eine Einbuchung machen muss oder wie auch immer. Wobei aktuell, glaube ich, wäre das gar nicht so schlimm, weil ich bin ja dann long unterwegs und würde ihn für 12,50 kaufen dürfen. Und in dem Fall habe ich ja tatsächlich das Recht und nicht die Pflicht, den zu übernehmen. Und er notiert jetzt eben halt bei 13,38. Also rein theoretisch bin ich da fast doch noch ein bisschen entspannt, solange er in the money ist, ist alles wunderbar. Aber okay,
letztendlich unterm Strich nichts passiert. Wir können uns das hier auch nochmal in der Aktivität angucken. Ein SQQQ-Trade ist zurückgekommen, der wurde zurückgekauft. Wie gesagt, der andere läuft noch. Das sind die beiden Eröffnungen von der letzten Woche. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Wie hat sich das Depot verändert? Was hat das Depot gemacht in der Zeit? Können wir uns gerne angucken. Wir sind jetzt hier bei, nicht Activity, da wollten wir nicht hin, sondern History, Year to Date. Also wir sehen noch immer $1,357 realisierter Gewinn. Immer noch für alle, die neu dabei sind oder das erste Mal dabei sind. Dieses Depot ist erst im April eröffnet worden. Davor war es ein IB-Konto beziehungsweise ein Reseller-Konto bei Agora, die ja dann 4 Wochen wirklich Probleme hatten. Ich konnte im April komplett nicht handeln. Und hier ging dann der Handel im Mai aktiv los. Gestartet ist dieses Konto mit $3,500. Ich habe das mit 3.000 Euro kapitalisiert. Wir haben jetzt eine Netto-Liquidierung von $4,938. Und von daher sieht das eben halt ganz, ganz gut aus. Die laufenden Positionen jetzt aktuell $69 vorne. Das heißt, ein unrealisierter Gewinn von $1,426 aktuell. Also insgesamt, glaube ich, kann man ganz gut damit leben. Zumal ja gerade diese kleinen Depots die schwierigen Depots sein sollen. Und muss man halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und das sieht eben halt für mich ganz gut aus. SQQQ wollte ich oder will ich ja eigentlich jede Woche einen Trade aufsetzen. Wir sind jetzt aber schon, wie wir das hier sehen, bei $10,63 angekommen. Und ich erwarte eigentlich bei $10 oder wenn wir knapp unter $10 sind, wieder 4:1 oder 5:1 Split. Und deswegen halte ich mich hier zurück, weil wenn ich jetzt hier einen $10,50 Short Call schreibe und wir nächste Woche tatsächlich unter 10 sind oder kommt irgendwo ein Split und ich bin da nicht raus, ich kriege das nicht mit. Also da warte ich jetzt lieber ab, bis wirklich dieser Resplit kommt, bis wir da wieder Werte haben um und bei $40 und dann kann ich diesen Trade wieder aufsetzen. Jetzt in dem Bereich, vielleicht beim letzten Mal haben sie bis $8 gewartet, aber ich kenne mich mit SQQQ noch nicht so aus. Beim VVX ist es halt so, dass der tatsächlich immer so um und bei $10 dann den Split bekommt. SQQQ bin ich mir nicht so ganz sicher. Man kann natürlich in der Historie gucken. Beim letzten Mal waren es eben halt ein 5er-Split bei 8. Sonst davor waren es 4er-Splits bei 10. Und wie gesagt, ich möchte auf keinen Fall eine Position innehaben, eventuell eingebucht sein und dann diesen Split miterleben. Das wäre eine blöde Situation. Dann komme ich aus der Nummer nachher nicht raus, weil die dann auch nicht mehr so gehandelt werden. Vor allem, wenn man die Option hat und diese Fälligkeit dann nicht mehr zu handeln ist. Also von daher bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Ich werde also weiter die Aufholjagd starten und hier mit den Long Calls weitermachen. Und da habe ich mir für heute im Prinzip den BLM Endtrade rausgesucht. Diesmal muss ich aber aufpassen, Fälligkeit tatsächlich auch in Juli zu nehmen. Jetzt ist es sogar ganz wichtig, weil wir im August, also zwischen der Juli-Fälligkeit und der August-Fälligkeit haben wir Earnings in diesem Trade. Also von daher muss ich da insgesamt ein bisschen vorsichtig sein, dass ich hier jetzt keinen Fehler mache. Aber wir sehen das hier, wir sind am 16. Juli. Wir haben hier mit Ask Price 1,50, 1,70. Das ist wunderbar. Ich möchte im Prinzip die Long Call Option kaufen und ich möchte davon 2 Stück kaufen. Einen Moment. Hier haben wir die Position. Nicht ein, sondern 2 möchte ich davon haben. Und nicht für 35, sondern für 30, also in dem Fall knapp außerhalb at the money 2 Stück, das ist okay, 1,70, wo stehen 1,50, also ich versuche es erstmal zum Mitpreis in den Markt reinzukommen. Ich habe das dann auch das Ganze per Day, weil ich möchte da jetzt nicht über Nacht jetzt irgendwie morgen eine andere Situation haben, Order gesendet. Order ist aufgegeben und ausgeführt. Also das ging jetzt schnell. Wunderbar. Damit ist die Position jetzt auch drin. Hier oben sehen wir das. Also die Position ist eingebucht. Ich habe jetzt 2-mal den Long Call mir auf BLMN gekauft. Laufzeit bis zum 16. Juli nächsten Monats. Fälligkeit. Also bis dahin sollte dieser Trade sich entsprechend entwickelt haben.
und idealerweise ordentlich Gewinne abgeworfen haben hier und nicht wie STKL hier irgendwie rumdümpeln. Aber gut, okay, wir sind auch immer 12 Dollar hinten, das ist alles wunderbar. Hier ist es wieder der Spread. Wir sehen, wir haben einen engen Spread diesmal, nicht wie bei STKL, sodass wir auch hier nur knapp im Verlust sind. So, das ist im Prinzip mein aktueller Trade für heute. Ich würde dann, da es ja recht ruhig ist, gerne das Wort an Vincent und Thomas weitergeben. Vielleicht habt ihr ja da ein bisschen mehr und von daher bin ich ja nicht unzufrieden, wenn ihr mir hier eine neue Geschichte vermittelt. In diesem Sinne, auf geht's, weiter geht's. Jo, danke für die Ausführung. Dann würde ich direkt bei mir reinspringen. Muss ich mal wieder das Teilen üben hier wahrscheinlich. Und zwar, das ist schon wieder verkehrt. Da ist er. Damit wir einmal den Stand gleich gucken können hier. Also, der Bildschirm und Abfahrt. So, damit müsstet ihr den aktuellen Stand hier auf dem Schirm haben. Und zwar ist es so, dass ich meinen Balken noch immer noch eine Nasenspitze vorm Captain habe, der immer weiter aufholt. Ich habe aber letzte Woche zum Verfallstag nichts realisiert. Meine Sachen sind noch am Laufen. Also bei mir kam nichts hinzu, beim Captain kam ein bisschen was dazu. Trotzdem liege ich hier noch ein Stück weit vorne sozusagen. Von daher schauen wir dann mal rein, was die TWS hergibt. Da sind wir im Depot und bei mir ist es so, ich kann ja einmal die Position durchgehen, die ihr eigentlich schon soweit kennt. Also es ist ja für so ein kleines Depot eigentlich schon recht viel, aber es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Das eine Ding ist ja hier der Virgin Galactic Call, der mit, was weiß ich, über 2000% im Minus ist. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil ich ja die Aktien dann rechtzeitig gekauft hatte, bevor die 30er-Schwelle überschritten wurde. Seitdem sehr volatil der Wert. Heute geht es mal wieder hoch und runter und aktuell ist das Ding, aber da gucke ich gar nicht mehr groß hin, weil der fliegt halt am Freitag, ist hier Feierabend. Das heißt, dann ist der Call erledigt und mit dem Call werden dann die 100 Aktien das Depot eben entsprechend auch verlassen. Dann habe ich den Snap noch laufen. Da geht es auch immer lustig hin und her. Im Moment sieht er auch ganz gut aus. Ist heute, glaube ich, noch ein bisschen hochgelaufen, war zwischendurch auch schon mal so um die 60. Dann wäre es vielleicht noch eng geworden. Aber die beiden sind soweit klar. Zu dem hier komme ich später. Und für nächste Woche für die Hauptfälligkeit, da haben wir einmal nochmal den Pets, der ja auch ein bisschen Wall Street Bets mäßig getrieben wurde. Von daher, da er nicht allzu viel oder noch nicht alles davon wieder abgegeben hat, sieht der auch safe aus. Der wurde ja gerollt vom letzten Monat auf die Hauptfälligkeit vom Juni. Und wir haben hier einen 30er Strike und sind aktuell über 35, also aber auch noch eine Woche Zeit. Schauen wir mal, es kann natürlich alles passieren, aber im Moment sieht das ganz gut aus. Der Pins, der war ja zwischendurch auch schon sehr weit unter Wasser mal gewesen, aber auch hier deutlich, deutlich Luft inzwischen wieder. Ist jetzt auch bei 94. Den würde ich tatsächlich mal versuchen zurückzukaufen gleich, weil ihr seht, meine Margen sieht schon recht dünn aus. Gut, am Freitag vergeht ein bisschen was raus und auch die Aktien, ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Man muss halt gucken, das Bild ist jetzt ein bisschen trügerisch, weil das immer mit den 100 Aktien abgebildet wird, die ja nicht langfristig hier eingeplant sind. Das heißt, ich habe hier schon meine Rückkaufbatterie offen und wir sehen, das ist gar nicht so weit weg. Da würde ich mal schauen, ob ich den hier für 4 oder was zurückkriege, damit dann vielleicht ein bisschen Luft frei wird. Ich lasse ihn erstmal so stehen, vielleicht passe ich nachher nochmal auf 5 an, dann sollte das ja klappen. Das ist das, also Oracle sieht auch soweit gut aus. Das sind auch die höheren Werte, die natürlich nicht so unbedingt in das Depot passen, obwohl ich jetzt inzwischen auch schon bei 7,5 Netto-Liquidität hier angekommen bin. Wie gesagt, ein bisschen trügerisch, weil davon vielleicht ein bisschen was wieder rausgeht mit den 100
Virgin-Aktien. Aber das sind so die höheren Werte, Pins und Oracle, wo ich jetzt mal gucken will, ob ich die loswerde im Gewinn. Und langlaufende wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Bed Bath & Beyond war auch so eine Wall Street Bets-Geschichte, die gut getrieben wurde und sehr stark hin und her springt. Wenn man da nochmal einen guten Kurs kriegt, wozu habe ich den jetzt hier zum Rückkauf eingestellt, 0,20 und aktuell... Wo sind wir denn? 97? Warum wird denn der denn nicht ausgeführt? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Ja, da müssen wir mal gucken, weil der noch so lange läuft, ob man den... hier unten. Sorry, ich bin ja beim Falschen. Hier, da ist er. Bed Bath & Beyond, falsche. Warum nimmt er das nicht mit? So, der steht ungefähr bei 30, 35, Mitte 30. Weil er noch so lange läuft, müssen wir mal gucken, ob man den demnächst nochmal zu einem guten Kurs zurückkauft. Da habe ich auch über 100 Dollar Prämie gekriegt. Und wenn davon 60 oder 70 übrig bleiben, dann ist das, glaube ich, okay. Dann kann man hier die Laufzeit entsprechend verkürzen. So, nun sind mir heute allerdings schon zwei Sachen ausgeführt worden. Das sehen wir hier und einmal haben wir hier ganz kurz laufend hier die Geschichte. Da muss man mal gucken. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Hochdividendenspiel, wie ich es hier gerne im Battle Depot mache. Wir haben, kann man gleich mal gucken, in die Optionskette eine sehr, sehr hohe implizierte Volatilität auf das Gerät hier über 100. Dauert ein bisschen, bis die ganzen Kurse da sind, aber wir standen vorhin, glaube ich, bei 24,50, 60, als ich den eingestellt habe, den Verkauf für den Put. Der wurde halt jetzt, als ich vorhin spazieren gegangen bin, dann zwischenzeitlich ausgeführt. Bei 40 wurde der ausgeführt, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal rein. Mit einem 23er Strike und Laufzeit nur bis Freitag. Also das ist das, was wir vom Anfang des Jahres kennen, was ich oft gemacht habe, ganz kurze Laufzeiten mit hohen Volatilitäten. Der ist natürlich jetzt auch nicht weit weg. Wir haben aktuell, wie gesagt, jetzt mittlerweile nur noch einen Kurs von knapp über 24 und wir haben einen 23er Strike und bei so einem Hochvola-Wert, ne, der springt jetzt lustig hin und her, ist jetzt aktuell 16% vorne, aber... Da muss man sehen, ob das klappt bis Freitag. Zur Not wird gerollt, aber mit solchen Werten fühle ich mich zumindest bei der Depotgröße, also im Verhältnis, wohler als jetzt zum Beispiel mit Snap und mit Pins und mit Oracle. Da denke ich mal, dass ich hier mit so einem 23er Wert besser klarkomme, falls da noch was schief läuft. Das zu der Geschichte und dann noch viel besser klarkommt man natürlich mit einer 4-Dollar-Aktie. Das ist ja, liebe Grüße gehen raus an unseren Kassel-Trader, der hatte das, glaube ich, mal durch die Community gejagt, das Ding. Das ist natürlich ein sehr cooles Teil hier mit sehr, sehr hoher Volatilität auch, aber nur einen sehr kleinen Aktienpreis. Das heißt im Prinzip, ich habe hier zwei Kontrakte verkauft und habe noch einen länger laufenden. Das heißt hier einmal ein Dreier-Put und zwei Vierer. Wenn das Ding jetzt hier komplett abrauchen sollte und sich diese Gesellschaft in Luft auflöst, dann sind halt 800 Dollar weg. Das ist überschaubar. Dafür bekommen 30 mal 2, also 60 Dollar Laufzeit bis nächsten Freitag. Sowas kann man dann mit so einem kleinen Depot, wo man eben auch einen Battle-Charakter drin hat, glaube ich, gut machen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch so ein Ding beobachten. Der war heute schon locker über 5, glaube ich. Inzwischen sind wir auch nur noch bei 4,60. Auch das kann natürlich hier unter 4 fallen und muss dann entsprechend beatmet und bearbeitet werden. Aber wie gesagt, das Risiko ist eben durch diese geringe Größe natürlicherweise schon auf 800 Dollar begrenzt. Im Prinzip sogar minus die 60 Tacken, die wir noch hier als Prämie bekommen haben, also totales Risiko bei 760, aber eben auch mit der Chance, dass das doch noch alles gut geht oder dass man rollen kann und so weiter. Das sind die beiden, die mir heute ausgeführt wurden. Also live ist hier heute nicht viel drin, außer vielleicht der Rückkauf, den ich jetzt hier nochmal versuche anzustoßen von Pins und dann müsste man gucken, wie viel Margen dadurch frei wird. Ja, das geht ja sogar, dann könnte man sich gleich nochmal, mache ich mir gleich, wenn
der Thomas sein Trade macht, dann gucke ich nochmal hier in meine Zauberliste, ob ich da noch was drin habe, was ich eingehen würde. Ansonsten denke ich mal eher, dass ich es dabei belasse und mal den Verfallstag abwarte. Wie gesagt, im Moment sieht alles ziemlich gut aus, dadurch, dass der Call, der mir hier weggelaufen ist, inzwischen aber gedeckt ist, sehe ich hier keine akuten Risiken. Natürlich ist die Auslastung schon viel zu hoch für einen Otto-Normalverbraucher, aber wie gesagt, nichts zum Nachmachen, was wir hier machen. Das ist eben auch so ein bisschen die Battle-Geschichte. Wenn dazu noch Fragen sind, gerne im Chat. Ich habe jetzt nicht parallel geguckt, ich kann hier noch mal ganz kurz die Liste weitergehen. Also der Rocket, der war ja auch einmal gerollt, ist inzwischen meilenweit im Plus gelandet. Der war ja bei 16 oder was schon zwischendurch und ist inzwischen auf 22, also $3 über dem Strike. Der Stahl, hier der United States Steel Put, sieht auch ganz gut aus. Aber das sind auch alles Werte, wie gesagt, die vom Preis hier einigermaßen gut handelbar sind. Da müsste man jetzt gucken, der Freeport McMoRan hier, der noch bis Ende nächster Woche läuft, der könnte auch noch mal eng werden und sowas ist dann natürlich vielleicht ein bisschen kritischer, wenn eine 40, 50, 60 Dollar Aktie dann anfängt, Probleme zu machen, als hier irgendwas wie Fuel Cell. Die haben heute übrigens Earnings, glaube ich. Wenn die jetzt, könnte man auch überlegen, aber da ist halt nicht so viel, was man da mitnehmen könnte, weil ich da initial nur die $35 oder was bekommen habe. Aber das kann natürlich auch noch mal interessant werden, wenn jetzt die Reaktion auf die Zahlen scheiße sind, dann kann das Ding auch komplett gegen mich laufen und sowas muss man dann alles im Auge haben. Aber aktuell jetzt rein nominal sieht das natürlich gut aus vom Abstand her, also 11,70 aktueller Kurs zu 8,50 Strike, aber Earnings wisst ihr selber, da kann alles und nichts passieren. Von daher, theoretisch, um safe zu sein, müsste man den heute schließen oder so, weil man hat ja hier einen gewissen Gewinn, 65%, überlege ich mir noch. Und was haben wir noch? Ja, der Dropbox ist auch gut nach vorne gelaufen. Und dann haben wir ja hier noch einen Virgin Galactic, der ja auch ehemals gerollt ist von, weiß ich gar nicht mehr, von 22,5 auf 22, auf 20, auf 19 oder was. Und jetzt mit den letzten Bewegungen ist der natürlich auch schon, wie gesagt, der Kurs aktuell $36, ganz, ganz, ganz weit weg. Aber das hat eben bei der Aktie auch nicht viel zu sagen. Also den könnte man im Prinzip auch versuchen, heute noch platt zu machen. Der hat ja nun auch sein Geld verdient hier von $450, sind noch 30 drin. Da könnte man eigentlich dicht machen, weil wir haben ja gelernt, als ich den Call hier verkauft habe, da waren wir eben auch bei einem Wert von, ich weiß nicht mehr, 16 oder $17. Und da habe ich mich halt totgelacht und gesagt, naja, wie sollen das jetzt hier in den paar Wochen auf 30 kommen? Und was ist passiert? Kurs steht mittlerweile, inzwischen war der, glaube ich, bis zu 38 hoch. Jetzt ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Also es kann alles passieren bei diesen Werten, sodass man da immer ein bisschen Auge drauf haben sollte und tatsächlich muss man mal gucken, für was habe ich den jetzt drin, für 20 Rückkauf und der ist jetzt zwischen 29,30, also den könnte man eigentlich dadurch, dass der eben auch noch bis Juli, also über einen Monat läuft, werde ich den jetzt auch mal versuchen hier dicht zu machen, dann haben wir den von der Backe. Also warte mal, da hat noch gar nichts ausgewählt hier. Warte, machen wir es ordentlich. Also wir sagen hier schließen. Was offen, Orders stornieren. Order storniert. So. Und jetzt einmal schließen und 30 übermitteln. Na, steht da erstmal drin für 30. Gucken, ob sich da dann gleich was tut. Gut, dann würde ich es damit erstmal dabei belassen und dann gehen wir mal rüber zu unserem Gast heute. So, jawohl. Ja, Thomas.
Wir machen das natürlich immer so, dass unsere Gäste sich natürlich sehr gerne noch mal kurz vorstellen können, auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt auch vielleicht sogar gestern dabei waren. Da waren schon nette Kommentare, die sich noch mal bedanken für dein TradingView-Tutorial. War ja auch wirklich cool, habe ich ja auch am Ende noch mal gesagt. Gut, die Leute kennen dich vielleicht, aber es ist ja auch möglich, dass jetzt noch mal Leute dabei sind, die die anderen gemeinsamen Sendungen mit uns nicht gesehen haben. Das heißt, Feuer frei, stell dich gerne noch mal kurz vor. Und dann arbeiten wir meinen Fragenkatalog durch, den ich immer an unsere Gäste habe. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, was du heute für einen Trade mitgebracht hast. Jawohl, sehr, sehr gerne. Also ich halte es ganz kurz. Ich bin, wie schon erwähnt, aus Wien und beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Aktien, ein paar Jahre auch mit dem Thema Optionen natürlich. So richtig tief in die Materie eingestiegen bin ich mit dem ersten Lockdown. Da war es dann wirklich so, dass ich intensiv getradet habe, Optionen seither. Und wer Lust und Laune hat, bei optiontradingpal.com vorbeizuschauen, da baue ich gerade so eine Art Community für alle, die sich für das Thema Optionen interessieren, auf. Und das sind im Moment, ja, neben meinem Hauptjob ist das eh genug. Insofern, ja, das sind so im Moment das, was ich habe. Alles andere kann man dann erst in anderen Videos erfahren, beziehungsweise wenn es Fragen gibt, dann sehr, sehr gerne stellen im Chat. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Das Format hier, OptionsTV Live, hast du ja auch schon so ein bisschen verfolgt. Du weißt also, ja, was hier passiert. Dann brauchen wir das nicht groß erklären. Ja, vielleicht kannst du kurz ein bisschen was über deine Art des Tradings erzählen. Die Zuschauer können natürlich parallel gerne auch schon ihre Fragen an dich im Chat formulieren. Die würde ich nachher moderieren. Aber dass du vielleicht einmal kurz erzählst, vielleicht auch abseits der Option, Aktienmarkt, bist du denn Dividendenjäger? Bist du ein, weiß ich nicht, ein Growth-Aktientyp oder Value oder was weiß ich? Und dann natürlich auch sehr gerne nochmal speziell, hast du so den ein oder anderen Kniff, den du immer wieder im Optionshandel anwendest? Ne? Das ist bei mir auch so, dass man natürlich so ein Muster hat, was man vielleicht auch immer wieder gerne rausholt, oder probierst du alles Mögliche durch und. Also gerne mal zu diesen Sachen ein paar Worte von dir. Ja, genau, sehr, sehr gerne. Also Aktien, da bin ich durchwegs gemischt. Dividenden ist jetzt bei mir, spielt nicht so eine große Rolle, obwohl ich natürlich ein paar Dividenden-Stocks auch habe im Portfolio, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen mische ich das recht durch. Ich bin bei Aktien, muss ich auch offen und ehrlich sagen, jetzt nicht der große Analyse-Chef. Also ich halte mich da an zwei, drei Börsenbriefe, die ich abonniert habe. Und auch da trade ich dann, oder da mache ich auch nicht alles nach. Also da schaue ich dann schon, was ist cool, was gefällt mir, was passt gut in mein Portfolio und was passt nicht gut rein. Also da bin ich durchwegs gemischt von Biotech-Aktien, die 10-Bagger-Potenzial haben, bis hin zu einer E.ON, die für Dividende steht, dann mehr oder weniger. Also da ist bunt gemischt in meinem Portfolio. Und das zu den Aktien, zu den Optionen. Da wird es vielleicht ein bisschen spannender. Da schaut so aus, dass ich sehr, sehr gerne Vertical Spreads trade, also vor allem Bull Call Spread und Bear Put Spread. Das sehr, sehr gerne trade, was den großen Vorteil hat, dass ich das Risiko sehr beschränken kann auf die Trades, die ich eingehe, und halt trotzdem versuche durch Chartanalyse eben quasi die Chancen auf meiner Seite zu bekommen, was in letzter Zeit sehr, sehr gut funktioniert hat. Wenn man jetzt den kleinen Knick in der Nasdaq, wo ich leider Gottes ein bisschen überdimensioniert in Nasdaq-Werte investiert war, wenn man den ein bisschen wegrechnet, dann lief das in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr, sehr gut immer. Da gab es natürlich ein bisschen Knick nach unten. Und dann bin ich natürlich, wie viele auch, teilweise in Cash Secured Puts drinnen, aber auch in der Will-Strategie drinnen. Die Will-Strategie ist für mich halt nicht unbedingt, dass ich die Aktie nicht bekommen will, sondern ich gehe da schon sehr, sehr nah ran an den mit dem Strike-Preis, an den tatsächlichen Aktienkurs, weil ich die Aktie tatsächlich eingebucht haben will in der Regel. Da muss man halt auch immer schauen, da gibt es ja auch ein paar unterschiedliche Strategien innerhalb der Will-Strategie, sage ich, wie man das genau macht. Aber da bin ich jemand, der sehr, sehr nah rangeht und mir relativ viel Prämie versuche zu sichern, wenn die Aktie dann wieder steigt, beziehungsweise auch die Aktie mir sehr, sehr gut einbuchen lasse. Also das so kurz die Antworten auf deine Fragen, Vincent. Ja, prima. Dann zum Optionshandel nochmal. Hast du da bestimmte, also ich sag mal, was du auf jeden Fall mit so einem Trade verdienen willst, also was ist da so deine Erwartung an einen Trade, oder ist das gar nicht, oder ist das unterschiedlich halt eben, und was ist
aufs Jahr gesehen auch dein Renditeziel. Viele arbeiten, oder vielleicht hast du keins, aber viele arbeiten ja auch mit so einem Renditeziel und sagen, ich will mindestens 1 oder 2% pro Monat aufs Depot da erwirtschaften, Rendite, oder wie ist es bei dir? Ja, also jährliches Return on Investment ist mein Ziel 25%. Da muss ich mich jetzt ein bisschen hinarbeiten. Ich habe ja einen großen Switch gemacht. Ich habe jetzt nicht so große Optionskonten bisher getradet. Ich habe jetzt da mit April einige Aktienpositionen aufgelöst und mein Optionskonto jetzt ist jetzt 100.000 ungefähr. Und ja, da muss man sich erst rantasten mal. Also Buying Power ist natürlich wesentlich mehr dann natürlich noch, aber da muss ich mich jetzt erst rantasten, weil eins für mich ganz, ganz wichtig ist, ich will ruhig schlafen können. Und 100.000 ist jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit, logischerweise. Insofern muss man da schon ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich versuche mich da ranzutasten jetzt mit diesem großen Depot, aber im Großen und Ganzen möchte ich schauen, dass ich jetzt, mein Ziel ist jetzt einfach, mein Return on Investment 25% zu halten. Und das dann langsam stetig aufs große Depot zu übertragen und dort halt mehr Trades bzw. größere Kontraktanzahlen einzugehen, als ich es im Moment bisher mache. Da muss ich mich ein bisschen rantasten, da kenne ich mich recht gut, das funktioniert recht gut. Ich kann das nicht auf einen Schlag machen, das ging mir zu schnell. Also schön langsam wird da der Buying Power nach und nach erhöht, genau. Thomas, darf ich ganz kurz einmal eine Frage dazu, weil wie siehst du das? Siehst du das so, dass du im Prinzip jetzt vom Gedankengut her, ich sag mal so ein bisschen dieses deutsche und Tasty Trader Philosophie hast, viele kleine Trades, aber eben halt ganz kleine Lots nur haben, oder weil du eben halt auch sagst, mehrere Kontrakte, dann doch eine Fokussierung auf einige wenige, aber die eben halt mit einer gewissen Qualität in Anführungszeichen? Ja, also es ist schon das Ziel, dass ich die Kontraktanzahl erhöhe und nicht unbedingt die Trades. Mit den Trades, die ich jetzt mache, bin ich recht zufrieden eigentlich. Ja. Ich habe auch eine Strategie, also meine Lieblingsstrategie ist mit ein bisschen so mit Candlestick-Charts und also Candlestick-Patterns. Wie übersetzt man Patterns? Keine Ahnung. Jeder weiß, was ich meine, hoffentlich. Also mit Candlesticks einfach zu arbeiten, die dann an speziellen Positionen im Chart auftauchen, eben an einer Unterstützung oder an einem Widerstand. Das ist so, wo ich sehr, sehr viel auch im Swing Trading bei den Aktien immer mitgenommen habe. Das ist was ich mache. Aber wenn man dann jetzt sagt, ich brauche natürlich ein Underlying, das, wo ich eine Option machen kann. Ich brauche ein Underlying, wo ich genügend Liquidität auch drinnen habe. Da ist es dann gar nicht so einfach. Also es ist, über die Trades geht es ganz, ganz schwer mit meinen Strategien. Ich muss dann schon über die Kontraktanzahl arbeiten. Genau. Ja, okay. Im Chat kam die Frage, ob du auch sowas hast wie ein Lieblings-Underlying, also irgendwas, was du vielleicht immer wieder tradest an Underlyings. Ich habe Apple relativ häufig im Trade, das kann ich sagen. Ich habe Abbott Laboratories jetzt des Öfteren drinnen gehabt, auch in den letzten Monaten. SQ war öfters dabei, aber so wirklich ein Lieblingstrend. Ich mag halt Aktien, die sich sehr, sehr gerne, also sehr, sehr schön in diesen Hochs und Tiefs bewegen. Das macht Apple zum Beispiel sehr, sehr schön. Da kann man immer viel mitnehmen. Momentan zumindest kann sich natürlich jederzeit ändern, ist klar. Aber solche Aktien mag ich halt relativ gern. Also auch Sossam, Cooper Corporation mache ich relativ häufig. Ein paar ETFs habe ich auch, die ich ganz gern handle. Den GLD, den Gold ETF zum Beispiel, ist da dabei. Den ARK Invest habe ich ein paar Mal gehandelt schon, das, aber jetzt schon länger nicht. Also es gibt ein paar, die regelmäßiger vorkommen. So das schon. Ja, prima. Und welche Parameter berücksichtigst du für die Eröffnung eines Trades? So, also ich meine, wenn du willst, kannst du das auch direkt verbinden mit deinem Trade jetzt, dann reingehen und vielleicht ein bisschen das anhand des Trades sogar erklären, oder du machst erst die Theorie und dann die Praxis ist dir überlassen, also einfach, wie es dir besser geht. Springen wir einfach gleich rein und ich zeige gleich mal einen Wheel Trade, den ich mir rausgesucht habe. USB, also US Bank Corp. Das ist so ein typischer Wheel Trade. Hier haben wir so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nichts Gravierendes, aber so ein bisschen eine Unterstützungslinie, die hier entlang geht. Und das sind halt so Muster, dann tritt hier relativ häufig mein Lieblingsmuster auf. Also man sieht es hier schon, also es sind jetzt immer nicht astreine Hammer oder astreine Dojis oder was auch immer, ja, aber es schaut schon mal ganz gut aus für mich, dass da halt immer wieder Käufer in den Markt kommen an dieser Schwelle. Und deswegen setze ich gleich mal meinen USB-Trade auf heute. Den schmeißen wir da gleich rein. So, jetzt muss ich nur noch mal schauen. Das war, die Aktie steht jetzt bei 58,50er war das, den ich rausgesucht habe. Genau, der steht jetzt zwischen 0,15 und 0,19.
Da werde ich mir jetzt da 3 Kontrakte, also wie gesagt, läuft nur noch 2 Tage, also relativ kurzfristig. Da werde ich jetzt einfach 3 Kontrakte mal von diesem Ding verkaufen und ich werde versuchen, wie ihr beide auch, da bei 0,17 reinzukommen, werde den Trade mal aufgeben und schauen mal, ob wir da in der Sendung noch ausgeführt werden oder nicht. Genau, also das ist jetzt so ein typischer Trade, den ich da eingehen würde. Genau, also das, ich schaue halt immer, dass das schon Qualitätsunternehmen ist. Ja? Also USB ist jetzt vielleicht nicht, also habe ich jetzt keine Sorge, dass es dieses Unternehmen morgen nicht mehr gibt. Wobei bei Banken weiß man es ja nie so genau, am Beispiel von Wirecard. Gut, Wirecard war keine Bank, aber trotzdem ein bisschen Risiko muss man natürlich immer eingehen. Aber ich versuche da halt, wenn ich die Wheel-Strategie durchführe, wirklich Qualitätsunternehmen zu nehmen und man sieht es schon schön, hat einen schönen Schwung nach oben gehabt, ist im Aufwärtstrend. Auch das schaue ich natürlich, dass ich da Unternehmen erwische, die im Aufwärtstrend sind. Und wir sind auch da in der Nähe des, ich weiß jetzt nicht, ob es das All-Time-High wird, wahrscheinlich nicht sein, weil nicht, wie weit wir da zurückgehen, aber wir sind da wirklich in der Nähe auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Aktie in den nächsten 2 Tagen sich ein wenig da nach oben bewegt und aufgrund der kurzen Laufzeit genügt das ja auch schon. Also ich bin mir sicher, wenn diese Aktie jetzt davon von 59, 45, wo wir im Moment stehen, wenn wir da auf 60, 50, 61 gehen, dann bin ich da wieder draußen. Also ich würde jetzt, wenn ich zugeteilt werde bei diesem Trade, natürlich gleich einen Take-Profit-Trade einfügen. Das mache ich meistens so bei 90-95%. Ja, also wir haben jetzt da 0,17 eingegeben. Gut, müsste ich dann schauen, das wäre aber so 0,01, 0,02 wahrscheinlich in die Richtung. Und dann bin ich da relativ flott meistens wieder draußen aus diesen Trades. Also das wäre so der typische Wheel-Trade, den ich eingehe. Und dann bin ich heute noch eingegangen, DocuSign. Das ist jetzt so ein Trade, was typische Bier-Put-Spread-Strategie ist. Also bei DocuSign würde ich jetzt das Chartbild so sehen, dass die wahnsinnig tolle Earnings hatten und da wirklich hinaufgeschnalzen sind. Kommen jetzt aber an bei der Linie, die vorher natürlich die Unterstützungslinie in diesem Aufwärtstrend war. Das dreht sich dann häufig um im Chartbild und das wird die Widerstandslinie. Darauf spekuliere ich jetzt ein wenig. Dann haben wir hier gesehen, auch hier ein Inverted Hammer. Also das sind die Signale, die ich halt sehr, sehr gerne handle. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Aktie sich in den nächsten Tagen hier herunter bewegen wird, wobei da das Strike-Preis, ich habe ihn noch gar nicht eingezeichnet, sehr, sehr weit weg ist in dem Fall. Weil ich DocuSign generell für ein Unternehmen halte, das ich prinzipiell auch shorten würde, weil das ein Geschäftsmodell ist, das andere wahrscheinlich sehr, sehr schnell kopieren können und dann sehe ich keine Rechtfertigung für solche Kurse mehr. Aber das ist jetzt meine Privatmeinung, also Disclaimer beachten da bitte. Man sieht es schön, ich bin hier reingestiegen und das ist vielleicht was ich bei dieser, sowohl bei der Bull-Put-Spread wie auch bei der Bull-Call-Spread wie auch bei der Bier-Put-Spread-Strategie sehr, sehr gerne mache. Ich versuche die Strike-Preise in der Regel $5 auseinanderzuhalten. Deswegen sind so höherpreisige Aktien da natürlich für mich von Vorteil, dass ich da so Aktien im Preis von 150 bis 500, 600 maximal mir suche, wobei 600 schon ein bisschen viel ist, also 150 bis 500. Und dann versuche ich da einfach zwischen den 2 Strike-Preisen zugeteilt zu werden. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Zuschauer jetzt mit Vertical Spreads alle sehr, sehr sich da gut auskennen, sagen wir so, aber es ist ja so, dass ich hier diesen Spread kaufe um $2,50. Das heißt, ich versuche in der Mitte einzusteigen in diesen Spread. Wenn die Aktie jetzt bis zum Verfallstag hier nach unten geht und unterhalb des unteren Strike-Preises schließt quasi, dann habe ich $250 gewonnen. De facto, wobei ich auch hier ein bisschen früher rausgehe, also auch hier bei 90% schließe ich dann meistens die Position, je nachdem, kann auch durchaus sein, dass ich die an einer gewissen Stelle im Chart dann schließe, aber in der Regel laufen die entweder in den Take-Profit oder halte ich bis zum Schluss einfach. Wenn die Aktie sich jetzt weiterentwickeln würde bei DocuSign und da in diese Richtung hier heraufgehen würde, dann wäre das eben ein Maximalverlust. Also ich glaube, bei DocuSign bin ich eingestiegen, schauen wir ins Depot rein, zu 2,40. Doku ist da herunten, ja genau, 2,40 bin ich da eingestiegen. Also dann wäre es jetzt im Prinzip $240 Maximalverlust, den ich habe. Ja. Bei dieser Strategie muss ich auf eines nur aufpassen. Am Verfallstag ist es problematisch, wenn der Kurs zwischen diesen 2 Strike-Preisen steckt. Dann muss ich schauen, dass ich am Verfallstag manuell aussteige, weil ich eine Zuteilung in diesen Aktien auf gar keinen Fall will und immer in eine Richtung halt zugeteilt werde dann. Also egal ob beim Bull-Put-Spread, Bull-Call-Spread, heute habe ich es ein bisschen, Bull-Call-Spread oder Bier-Put-Spread. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Gestern Abend, glaube ich, der schnellste Trade meines Lebens, warum auch immer passiert ist. Ich bin gestern Abend in der Trade-Desk eingestiegen, auch mit einem Bier-Put-Spread.
Und obwohl sich der Aktienkurs überhaupt nicht bewegt hat gestern Abend mehr, bin ich mit Maximalgewinn ausgestoppt worden. Also ich habe Take Profit am selben Tag noch erfüllt worden, warum auch immer das war. Ich habe sowas noch nie erlebt, keine Ahnung. Aber auch hier hätte das Signal so halbwegs gestimmt. Also hier hätte ich gesagt, ein ganz, ganz kurzfristiger Verfall, auch hier Freitag. Hier bin ich am oberen Ende eines Abwärtskanals, an der Widerstandslinie eines Abwärtskanals. Und das ist jetzt fast schon ein Gravestone-Doji. Und da gehe ich halt dann sehr, sehr gerne auch am Vorabend rein. Bestätigt wird es ja eigentlich erst, wenn der Tiefstkurs des Vortages unterschritten wird. Aber hat sich dann gestern super ergeben und hat in einer Stunde $250 oder 227, $28, glaube ich, Gewinn gebracht. Da muss man aber aufpassen, die Aktie splittet. Also deswegen habe ich auch, normalerweise gehe ich ein bisschen weiter weg mit dem Verfallstag, aber Aktiensplit ist immer sehr, sehr unberechenbar für mich. Deswegen passe ich da ein bisschen auf. Also das sieht man schön, wie ich handle und wie die Signale ausschauen. Am liebsten ist es mir noch, und das sind diese zwei Kurven, das sind die Bollinger Bänder, die äußeren, und der Keltner Channels, die inneren. Also noch lieber wäre es mir gewesen, wenn dieser Doji außerhalb der Keltner Channels gewesen wäre. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Aber das ist für mich halt ein Kann-Kriterium und kein Muss-Kriterium. Insofern passt das alles gut, und die Aktie wäre heute auch gefilmt worden, sicherlich bei dem Preis jetzt, da wären wir da sicherlich gefilmt worden. Also das sind so Strategien, die ich sehr, sehr gerne mache. Wenn du magst, Vincent, können wir noch in eine Pull-Call-Spread-Strategie reingehen, dass nicht alles aufgeht, sieht man hier schön. Norfolk Southern Corporation, ja, ein Bahnunternehmen einfach. Da bin ich eingestiegen, auch hier mit der Erwartungshaltung, dass hier relativ häufig eben diese Hämmer auftauchen, und wir sind auch hier auf der Unterstützungslinie gewesen, also da, wo der Pfeil ist, bin ich eingestiegen, auch wie hier wieder mit einem $5 Spread, wenn mich nicht alles täuscht, ja, und auch hier wieder ziemlich in der Mitte bei $2,50, ja, der hat sich jetzt momentan nicht so gut entwickelt, gut, wir haben noch ein paar Tage, dass er da rauf geht, also der müsste jetzt da eben über diesen $285 schließen. Da am Verfallstag, dann wäre das noch ein Gewinn. Also das wäre ein Bull-Call-Spread, da erwarte ich eben, dass der nach oben geht noch. Das wird sich nicht mehr ausgehen bei diesem Unternehmen, das macht jetzt nicht so die großen Kurssprünge, obwohl ein paar größere Kerzen in letzter Zeit auch dabei waren. Mal schauen, wie das funktioniert. Also das sind so meine absoluten Lieblingsstrategien, die ich da drinnen habe und die wahnsinnig spannend sind. Und während wir geplaudert haben, bin ich fulfilled worden mit USB. Also wir sind da jetzt drinnen mit 0,17 im Normalfall gefillt worden. Insofern USB ist ausgeführt, der Put-Verkauf, und ja, da sind wir jetzt mal drinnen. Wunderbar. Kurze Frage oder Anmerkung. Kam, glaube ich, letztes Mal schon, als wir zusammen was gemacht haben und du Spreads gehandelt hast. Wie ist das bei euch in Österreich mit Long-Optionen bezüglich der Steuer? Weil wir haben ja diesen berühmten 20.000 Euro Topf, was die Steuer oder Verluste angeht. Da kann man natürlich das nicht ewig machen, Verluste einfahren mit der Long-Seite, aber das Problem habt ihr wahrscheinlich nicht, deswegen bist du bei den Spreads immer gut dabei, oder? Wie ist das bei euch? Gute Frage. Das erledigt alles. Also ich habe mit dem noch nie ein Problem gehabt, deswegen weiß ich es nicht, aber schön, dass du es erwähnst. Also war mir bis jetzt gar nicht bekannt, aber ich glaube fast nicht. Also ich habe eine sehr, sehr gute Steuerberaterin, aber ich kann jetzt wirklich keinen Kommentar dazu abgeben, weil ich es einfach nicht weiß. Ich bin noch nie in die Gefahr gekommen, dass da irgendwas wäre, und bin da sehr, sehr gut beraten. Also ich gebe das Steuerliche alles ab. Also wenn da mal was wäre, würde mir die das sagen, denke ich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Muss ich mir jetzt, aber war mit den kleinen Konten wahrscheinlich auch nie ein Problem. Muss ich jetzt natürlich schauen, wenn das Konto größer wird. Deswegen danke für den Hinweis. Ja. Ja, genau. Also man hat ja ein bisschen Luft bis 20.000, aber das kann natürlich auch mal schnell gehen, wenn es mal blöd läuft. Ja. Aber genau, also erstmal hat man die 20.000, nur dass es mal gesagt wurde, dass man das wahrscheinlich, also zumindest in Deutschland, nicht ewig treiben kann, das Spiel, aber gut. Mhm. Fragen waren soweit keine mehr, dann sind wir im Prinzip durch, was das angeht. Da würde ich dich fragen, also du kannst gerne dann da rausgehen, dass wir uns nochmal in voller Pracht sehen, genau. Und super. Dann, ob du noch einen Tipp hast für die Zuschauer allgemein, was jetzt den Optionshandel angeht, ob du da gerne noch dein Lieblingstipp oder sowas in der Richtung mit auf den Weg gibst hier an die Community? Ja, es ist für mich, zwei Punkte sind für mich ausschlaggebend, die treffen aber fast auf alles im Leben zu, nicht nur auf Optionstrading. Es ist einfach das Dranbleiben, ja, sich nicht fertig machen lassen, wenn man mal Verluste macht.
Und für mich ist halt ein zweiter ausschlaggebender Punkt, das ist halt das Tracking. Ja, und das auch kann man im ganzen Leben sehen. Ich versuche meine Trades sehr, sehr gut zu tracken, versuche die auch sehr, sehr gut zu analysieren. Ja, da haben wir gestern im TradingView-Tutorial kurz drüber geplaudert, wie ich das mache mit TradingView. Und versuche auch die Fehler sehr, sehr gut zu handeln. Also ich habe ein Fehlerjournal, ich führe auch regelmäßig ein Fehlerjournal, passieren natürlich regelmäßig Fehler, ganz klar. Aber wenn man die weiß und wenn man immer wieder den Fokus drauf legt, dann ist das was Wichtiges. Also sich durchaus auch mit den Dingen zu beschäftigen, die nicht so viel Spaß machen, nämlich mit den Verlusttrades, aus denen lernt man meistens am allermeistens. Also das kann ich nur mitgeben, dass wirklich nicht da die Mühe scheuen und ein paar Minuten sich pro Trade ersparen, um das ordentlich zu dokumentieren. Was für Gedanken hatte ich beim Einstieg und so weiter. Also ich versuche das immer im Chartbild ordentlich abzudecken mit meinen, man hat es jetzt vorher gerade bei der Einblendung gesehen, mit meinen Strike-Preisen, mit meinen Einstiegslinien und Ausstiegslinien. Aber dann auch in der Analyse das gescheit zu machen, weil gerade da lernt man, glaube ich, unheimlich viel. Oder ich kann nur von mir reden eigentlich. Ich lerne da unheimlich viel draus. Also das kann ich nur dir auf dem tiefen Weg geben, wenn ich so ein Trade eingehe, dort das 2-3 Minuten, dass ich mein Trading-Journal da update und wirklich alle wichtigen Informationen da reinschmeiße und dann auch wirklich einmal in der Woche, meistens am Samstag in aller Ruhe mich hinsetze, die Trades, die in der letzten Woche geclosed worden sind, mir noch einmal im Detail anschaue. Bei den guten Trades oder bei den positiven Trades braucht man natürlich vielleicht nicht so genau hinschauen, wobei da auch schon Fehler-Trades dabei waren, die dann halt glücklicherweise ins Positive gelaufen sind. Also ich kann das nur empfehlen, sich wirklich auch damit zu beschäftigen und dafür genug Zeit zu nehmen, weil da lernt man sehr, sehr viel über sich selbst, aber auch vielleicht über die Strategie, die man handelt und dass man die eine oder andere Stellschraube mal verändern kann. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Sehr guter Hinweis für die Community. Und dann kam auch noch eine Frage, und zwar an dich, Thomas, wo du den Vorteil der Spreads gegenüber dem Aktien-Direkt-Trading siehst. Aber Aktien kannst du prima skalieren, was beim Spread eher nicht der Fall ist, wurde hier gesagt. Naja, die Aktien direkt zu traden würde weitaus mehr Kapital benötigen. Ja, also da könnte ich auf gar keinen Fall so viele Positionen aufbauen, wie ich sie jetzt aufbaue, zumindest nicht in 100 Stücken. Das ist mal der eine große Vorteil, den mir die Spreads bringen. Und für mich ist halt sehr, sehr gut skalierbar dadurch, dass ich in beide Richtungen handle. Ja, also gut, das geht mit Aktien natürlich auch, aber auch da ist halt wieder die Margin-Gefahr groß. Ja. Aber dadurch, dass ich in beide Richtungen handle, kann ich mit wenig Margin ja, sehr, sehr gut handeln. Und der zweite Vorteil, den ich habe, ist, das ist jetzt zwar nicht ganz korrekt, aber ich habe mit der Volatilität nicht wahnsinnig viel am Hut, weil ich ja eine verkaufe und eine kaufe vom gleichen Verfallstag. Das heißt, die Volatilität interessiert mich da relativ wenig. Natürlich, je nach Zeitpunkt, wo ich stehe im Trade, ist es dann schon spannend, dass die Volatilität vielleicht steigt oder fällt. Das schon, aber das sind halt so Vorteile, die Vertical Spread Strategie hat, die für mich unheimlich spannend sind. Und man hat es jetzt bei dem Einbruch gesehen, auch bei dem Nasdaq-Einbruch, auch wenn das jetzt vielleicht gar kein Einbruch war, sondern eigentlich nur eine Erholung, sag ich mal, also eine kurze Verschnaufpause nach unten. Aber da waren dann doch sehr, sehr viele drinnen überdimensioniert in Aktien, vielleicht auch in Nasdaq-Aktien oder in Puts, in verkauften Puts. Und das kann dann schon schnell in die Hose gehen. Natürlich hat es mich auch getroffen, aber ich kann mit dieser Strategie sehr, sehr gut schlafen, weil mein Risiko einfach vollkommen begrenzt ist. Das ist bei einer Aktie nicht der Fall. Wenn ich eine Aktie kaufe um 100 und die fällt auf 80, dann habe ich 20% Verlust. Wenn ich das mit den Spreads mache, dann habe ich vielleicht ein paar Prozent Verlust, 2-3. Also das sind für mich schon Vorteile, die gravierend sind. Und das ist eben so. Ich muss auch sagen, diese Vertical Spread Strategie kommt meiner Trading-Psyche, wenn man es so will, auch sehr, sehr entgegen. Ja, weil ich halt immer dann sehr, sehr beim Einstieg meistens relativ gut bin in Positionen, aber beim Ausstieg meistens relativ kacke bin. Ja, und bei dieser Strategie ist es einfach vorgegeben, dass du den Trade eingehst und dann eigentlich gar nicht mehr viel tun musst. Ja, also das ist vielleicht noch als persönliche Anmerkung. Ja, super, danke für die Erklärung. Inzwischen kam auch von einem Landsmann von dir, nehme ich an, die Meldung, dass diese Optionen mit dem Einkommensteuersatz versteuert werden. Und die wichtige Info ist eben, Gewinne und Verluste können gegeneinander verrechnet werden, was eben bei uns teilweise nicht der Fall ist, beziehungsweise nur bis zu einer bestimmten Grenze. Das heißt, bei dir passt das alles oder bei euch in Österreich eben und bei uns muss man da noch ein bisschen detaillierter drauf achten. Das kam nochmal als Info hier im Chat. Sehr cool. Dann kam die Frage, ob es das Webinar gestern hier, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, gibt es hier im Kanal. Kann ich vielleicht auch mal kurz einblenden. Ach, wieder ist wieder verkehrt hier. Oh, ich und meine ganzen Monitore, so, also, da ist er. Ja,
Ja, jetzt müssen wir uns sehen. Das ist hier auf dem Kanal das Ding von gestern, Live Trading View Tutorial, wo Thomas halt eine Dreiviertelstunde ausführlich die ganzen Funktionen hier jede einzelne einmal durchgegangen ist und vorgestellt hat. Kleiner Spoiler, also wenn man sich schon sehr gut auskennt, sagte Thomas selber, dann ist es nicht unbedingt viel Neues, aber für Einsteiger oder für Leute, die da jetzt noch nicht sehr, sehr viel mit zu tun hatten mit TradingView, also mir hat es sehr gut gefallen und das Feedback allgemein war sehr gut auf das, was der Thomas uns da gezeigt und erklärt hat. Also gerne reinschauen hier auf dem Kanal, auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal, diesen Livestream von gestern findet man hier als ganz normale Aufzeichnung unter den Videos. An der Stelle vielleicht auch gleich noch Hinweis, für morgen gibt es das nächste Webinar. Ein bisschen anderes Thema, ich weiß nicht, warum er jetzt so lange lädt hier. Und zwar geht es da um jeden Monat Dividende. Das Ding fahre ich mit dem Frederik von Krawattenlos ab. Weiß ich nicht. Zeigt da nicht das Richtige an. Steige ich hier aus. Auf jeden Fall morgen hier auf dem Kanal um 20 Uhr mit Frederik von Krawattenlos sprechen wir über jeden Monat Dividende. Ausführliches Live-Webinar mit Q&A, wo ihr alle eure Fragen zur Dividendenstrategie an mich und Frederik loswerden könnt. Das mal als kurze Werbung für morgen. Dann würde ich noch einmal reinschalten in meine TWS nochmal, um zu gucken, ob sich noch was getan hat mit dem Rückkauf, beziehungsweise habe ich mir angeschaut, was es vielleicht noch gibt. Ich sehe auch gerade, weiß ich gar nicht, die 1 bei mir, ist die verkehrt rum? Also ist die nur bei mir in der Vorschau verkehrt rum oder kommt die nach außen und auch verkehrt rum rüber? Könnt ihr ja gleich mal in den Chat schreiben. Sieht ja ein bisschen Panne aus. Also ich weiß nicht, weil ich heute einen anderen Computer habe. Ich glaube, man kann das hier einstellen. Sieht gut aus. Sieht gut aus? Okay, dann passt. Danke. Man kann ja hier immer anhaken, ob man spiegelverkehrt oder andersrum angezeigt werden will. Und ich hatte hier jetzt gar keine Einstellung mehr getroffen. Gut, ich gehe noch einmal kurz in die TWS rein. Der Virgin ist noch nicht zurückgekauft worden. Bin immer noch hier. Also das heißt, das würde ich jetzt mal machen nochmal. Oh, jetzt ist er auf 32 hoch. Vorhin hätte ich ihn für 31 gekriegt. Mal gucken. Jetzt geht er immer hoch, weiter hoch. Das ist mies, da mache ich nicht mit. Ansonsten hatte ich mir angeguckt hier in meiner, also falsche Watchlist auch noch, den Blink hätte ich natürlich sonst noch gemacht für in 2 Wochen. Jetzt ist hier so ein anderer Button davor, ich komme nicht auf die, so jetzt Optionskette, für die Hauptfälligkeit mit einem ganz guten Abstand eigentlich. Also jetzt haben wir aktuell Kurs 40, Volatilität ist sehr hoch und hier könnte man eben mit einem 33er könnte man hier nochmal gucken, ob man hier nochmal $32 mitnehmen kann. Ich lasse den mal stehen, einfach ob der ausgeführt wird, heute noch genauso wie den Virgin Rückkauf, das sollte sich ja diese Woche mit dem nächsten einen Ausschlag nach oben oder unten dann das eine oder andere noch regeln. Das von mir, ja, so sieht es aktuell aus. Die lasse ich mal drin hier, die Orders, und schau mal, was sich dann dort ergibt. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ich gucke noch einmal wieder in Chat, ob noch Fragen jetzt zu der ganzen Geschichte aufgetaucht sind. Sekunde. Das dauert jetzt wieder. Nö. Vincent, vielleicht kann ich kurz mal noch von gestern eine Frage, die aufgetaucht ist, noch in den Kommentaren machen. Und zwar betrifft die Dividenden. Und zwar gibt es bei TradingView noch eine Einstellung. Ich zeige sie ganz kurz. Die habe ich gestern übersprungen. Da unten steht ADJ für Adjust for Dividend. Und ich bin da jetzt eh gerade in Norfolk Southern in einem Dividendenwert drin. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann sieht man, dass sich das Chartbild verändert, vor allem da, wo natürlich Dividende ausbezahlt wird. Das heißt, ich kann das dann mit Dividende eingerechnet oder nicht eingerechnet. Wenn ich nicht falsch gelesen habe, dann sollte das hier gehen. Ich habe es nochmal nachrecherchiert. Also man sieht, wenn ich hier klicke, ändert sich das Chartbild ein wenig. Wenn ich weiter rausgehe, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also man kann das hier adjusten und sich anzeigen lassen. Das wollte ich zu gestern noch ergänzen. Ja, super. Prima, dann weiß ich nicht, Captain, hast du vielleicht schon gesehen, da war
Da war noch eine Frage an dich. Wie ist der SQQQ genau aufgebaut, wenn SQQQ zugeteilt wird? Short, muss man auch Dividende am Ex-Dividendentag zahlen? Zahlt man auch Leergebühr? Wie hoch? So. Also ganz ehrlich gesagt, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also bisher ist der SQQQ noch nicht eingebucht worden. Und klar, wenn man short ist, gehe ich eigentlich davon aus, dass man dann auch die Dividende bezahlen muss in der Phase. Aber der SQQQ verdient sich das Geld ja wieder selbst. Also das ist ja einer dieser Trades, die in die Richtung laufen. Und wenn man eben halt diesen Resplit nicht durchlebt, sondern ihn eben halt in der normalen Periode drin hat und er fällt dann vor sich hin, dann verdient man sich das Geld ja dort wieder. Also kann sein, dass es so ist, dass man da was bezahlen muss, aber genau das Gleiche mit der Leergebühr. Ich kenne die Leergebühr nicht mal. Also kann ich gar nicht sagen, ob ich die bezahle oder ob ich die nicht bezahle. Bis dato habe ich noch keine Einbuchung bekommen. Und wenn es mal zu einer Einbuchung kommt, dann muss ich sehen, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich bei Tastyworks für die Andienung $5 bezahle. Das bezahle ich aber in jedem Fall. Also wenn ich angedient werde oder eben halt ausgebucht werde, fallen da jedes Mal $5 an. Die muss ich natürlich mit einplanen. Aber eine Leergebühr, weiß ich nicht, ob die mit anfällt oder nicht. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit den Fragen durch. Ich habe jetzt aber noch eine Frage an euch da draußen an den Endgeräten. Und zwar nächste Woche sind wir nicht am Start, hatten wir ja gesagt, jetzt in der Sommerpause, weil ich fahre dann die Tage los mit dem Transporter und so weiter. Wir würden aber versuchen, oder da committe ich mich, dass wir am 23., also in 14 Tagen, machen wir Battle TV hier, gehen wir in den Livestream rein. Da wäre jetzt nur die Frage an euch, Leute. Das ist ein Tag, wo Deutschland spielt um 21 Uhr, also die EM fängt ja an. Wir starten ja mal um 20 Uhr und würden dann versuchen natürlich uns auf 30, 40 Minuten zu beschränken, ohne Gast, nur unsere Trades machen und aktuelle Stand gucken und so weiter. Passt euch das? Sollen wir eine halbe Stunde früher anfangen oder sollen wir es an dem Tag, weil ihr vorher euch schon in den Vollrausch trinkt, voller Siegesfreude, das Ganze lassen oder weil Sommer ist, nicht so früh oder? Könnt ihr mal bitte ganz schnell in den Chat so ein paar Meinungen reinhämmern, ob wir ganz normal am 23. um 20 Uhr an den Start gehen, wenn wir garantieren, dass wir zum Anpfiff dicke fertig sind, sodass jeder vorher auch nochmal Pipi machen kann. Dann Vincent, ich gehe vielleicht ganz kurz nochmal auf Alexander ein, weil er jetzt schreibt, Leihgebühr, nicht Leergebühr, ist das gleiche Spielchen. Also wenn ich solche Trades mache, ob dann Gebühren anfallen oder nicht, natürlich kann man jetzt sagen, man sollte das genau recherchieren und analysieren und gucken oder machen oder tun. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier von den Gebühren mich nicht totfressen lasse. Das ist wie die übliche Broker-Diskussion oder sonst was, ob ich letztendlich einen Dollar mehr oder weniger bezahle, den ich jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm habe. Das kann in dem Moment zwar passieren, aber dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid und setze eben halt den Strike einen Dollar weiter weg oder warte mit der Ausbuchung und dem Rückkauf einen Dollar später ab oder wie auch immer. Ich sage mir immer, egal was an Gebühren kommt oder ob ich Zinsen zahlen muss oder ob ich Dividende zahlen muss oder ob ich sie gewinne oder wie auch immer, wenn das dann kommt und ich es nicht auf dem Schirm habe, dann registriere ich das, dann weiß ich das für die Zukunft, aber ich mache davon nicht mein Trading abhängig oder fange da an, jetzt irgendwelche Dinge zu recherchieren, die mich unendlich viel Zeit kosten, um dann am Ende rauszubekommen, dass ich dafür 25 Cent zusätzlich bezahle oder 25 Cent zusätzlich bekomme. Das ist für mich nicht relevant. Das ist, wie gesagt, das ist wie die Broker-Diskussion, ob ich einen Dollar mehr oder weniger bezahle. Natürlich muss ich das versuchen zu optimieren, aber jetzt im ersten Stack, den SQQQ, habe ich jetzt das dritte Mal aufgesetzt. Wie gesagt, noch keine Andienung bekommen und bis dato ist das alles noch im normalen Short-Call-Bereich läuft das noch ab. Ja, klare Ansage, genauso klare Ansage von den Leuten hier, die sind eh alle keine Fußballfans, die sind Options-TV-Live-Fans, von daher gehen wir am 23. um 20 Uhr wie gewohnt an den Start, also nächste Woche habt ihr Freizeit, da könnt ihr was anderes gucken, vielleicht macht René da irgendeine Show mit dem Poor Man's Club oder so und ich bin unterwegs.
Und dann sehen wir uns in 14 Tagen um 20 Uhr an dieser Stelle. Sind auf jeden Fall rechtzeitig zum Deutschlandspiel fertig, falls der eine oder andere das dann doch schauen möchte. Ja, dann bleibt mir vielen Dank zu sagen. Natürlich hauptsächlich an Thomas, unseren Gast. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Vorstellen deiner Trades und worauf du so achtest. Und danke natürlich auch an meinen Partner Captain hier und an alle, die draußen wieder zugeschaut habt. Haut gerne noch mal ein paar Mal auf den Like-Button. Das sieht noch ein bisschen dünn aus. Ne? Wir wollen ja immer schön den Algorithmus triggern hier. Und vergesst nicht mal beim Thomas auf Option Trading Pi vorbeizuschauen, die Community dazu bereichern. Das wächst immer weiter. Es wird immer größer, ist komplett kostenlos. Captain und ich sind auch am Start. Thomas natürlich sowieso. Und viele von euch habe ich da auch schon gesehen, aber wer es noch nicht mitgekriegt hat, ist gerade im Aufbau da, die Community. Würden wir uns freuen, wenn wir euch da auch nochmal sehen. Und jetzt verabschiede ich uns und euch. Genau eine Stunde sind wir heute geblieben hier bis 21 Uhr. Passt alles wunderbar. Also danke, Leute. Bis zum übernächste Woche. Weil der nächste schreibt schon wieder, nächste Woche ist Hedge. Wie auch immer. Ja, da bin ich für verantwortlich. Das ist ein Punkt, das klappt. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Da werden wir den Hedge-Trade, den ich hier anfangs mal getradet habe, im Detail besprechen und dann da ein bisschen drauf eingehen und so ein Q&A machen und den mal von Anfang an versuchen aufzuschlüsseln. Aber wie gesagt, das ist dann für die Pullman's Club-Mitglieder. Ja, aber die geschlossene Gesellschaft kann man ja für sich noch öffnen, wenn man da mal ein paar Euro 50 in die Hand nimmt und dem Pullman's Club beitritt. Da könnt ihr beim Captain auf dem Kanal gucken oder pullmansclub.de, da könnt ihr ja noch reinrauschen, dann seid ihr nächste Woche wahrscheinlich mit dabei, dürft euch das angucken und dann habt ihr nächste Woche Mittwochprogramm und in 14 Tagen auch wieder. Also, jetzt aber tschüss, tschüss. Ich sage auf jeden Fall tschüss bis morgen für die, die Bock auf jeden Monat Dividenden haben. Und ansonsten Options.TV in 14 Tagen. Macht's gut, Leute. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, beenden.